Hello. Hat kaum Poppes in der Hose. Ich war dünn, grad wie ein Strich. Und wo heut mein pralle Busen, waren zwei kleine Schmogestich. Ich braucht auch keine enge Miete, denn ein Bauch tat mich nicht stören. Wenn der Wind blies, konnt me meine Knochen ganz viel klappen hören. Die Gnade habe an mir gebambelt, alles war mir viel zu weit. Und mein Reim und sein Krawatte hätt gereicht für mein Abendkleid. Und im Bad, unter der Dusche, Leut, da hab ich gar keinen Spaß. Hieb die Schnepp von Strahl zu Strahl, wurde ich überhaupt nicht nass. Doch die Zeit ist längst vergangen. Die Erinnerung stimmt mich weich. Auf einmal bin ich auseinander wie ein Hefekuchendeich. Da, wo früher an mein Körbe nur die Haut am Knochen hing, sitzt heut Fett und Fleischesmasse, prall und rund wie ein Rettungsring. Ja, ich
Schlag um Schlag zu rechtem Schwung zu steigen. Mit 1600 so herum darf nur im Bette liegen, ganz still das Individuum und grinsen mit den Fliegen. Wer weniger hat, ist anormal, etwa bloß 1300. Wenn dennoch piepst, dann wird sein Fall von Ärzten stark bewundert. Was müssen wir für Kerle sein, da wir geraume Zeiten das Minimum für Fleisch und Wein kalt lächelnd unterschreiten. Und nach exakter Wissenschaft, wo längst wären wir Geister, da wirkt wie scheint ein Zaubersaft als Leib- und Seelenkleister. Wir schauen uns drum nicht ängstlich um, der Kalorien bezüglich, wir springen kalorielos rum, quitsch, fröhlich, quitsch, vergnüglich. So, jetzt kommt der zweite Teil. Heute geht es uns ja besser. Der Teil.